Das schon wieder. Cup Ojo. Schon wieder ein POI, wo man nicht über den Parkplatz rein soll oder was? Oder von hinten rein? Von hinten rein. Joe's Junction. Joe's kleiner Department Store oder irgendwie sowas. Ja. Die Autos zerlege ich nach der Quest. Bin fasziniert, dass dieser Lärm nichts angelockt hat. Wie kommt das? Die war schon recht laut, oder? Habe ich zumindest so das Gefühl. Aber auch schon in der Polizeistation konnte ich relativ gut damit rumschleichen. Karton. Immer her damit. Ich nehme alles mit. Ein bisschen Tageslicht in die Bude. Hätte ich auch so reingehen können. Kisten. Was? Konfetti. Da muss ich erstmal was zum Abknallen finden. Hallo, wo seid ihr? Alter, hat der einfach eine scheiß Schlange hier gehalten. Guckt mal hier. Terrarium. Sagt man das so bei einer Schlange Terrarium? Gehege halt, keine Ahnung. Die spinnen noch. Ich verstehe nicht, warum die Zombies das nicht hören. Ich habe hier mit einer Magnum auf den geschossen. 10 Meter weiter sitzt einer und hört das nicht. Sind meine Schleichskills mittlerweile so gut geworden? Guck mal, hier steht einer und hat es nicht gehört. Ich hab ja da auch nicht mal irgendwie einen Silencer drauf oder so. Ich hab gar keinen Silencer. Und ich würde den auch niemals hier draufpacken, weil der Silencer macht ja die Waffe dann auch schwächer. Leiser und schwächer. Also wenn ich einen Silencer nehmen würde, dann vielleicht, weiß ich nicht, auch was schon sowieso nicht ganz so stark ist. Wo man dann aber schnell ein paar leise Schüsse rausdonnern kann. Also SMG oder sowas vielleicht. Oder vielleicht eine richtige Sniper-Rifle. Sowas. Auf eine Magnum würde ich ja keinen Silencer draufsetzen. Sehr, sehr merkwürdig. Ach, guck mal, so hätte man auch reinkommen können. Oh, jetzt bringt mir das nichts, oder? Glaube nicht.
Ich dachte eigentlich, ich würde hier in einen Supermarktkomplex einbrechen. Wo sind die ganzen Läden? Oder wo bin ich hier? Oder kommen die dann da drüben? Zombies, wo seid ihr? Hallo? Naps! Oh, hier ist was. Oh Gott, wo kommt denn jetzt her? Wo kommen denn die jetzt auf einmal alle her? Was ist hier los? Okay. Okay. Ja, ganz gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Beruhigt euch. Was war denn da los, ey? Haben sie den Weg zum Treppenhaus versperrt? Dachten wohl, die wären hier oben sicher. Aber wie man sieht, ist das Virus auch hier oben angekommen. Ja. Aber schön zum Schluss noch gegrillt und Party gemacht, ja. Das ist doch gut. Hauptsache der Serverraum, der steht noch, weißt du? Damit sie schön LAN-Party machen konnten. Oh, Schlüsselkasten. Na. Ja, das hier war ein Bürogebäude, würde ich sagen. Serverraum und hier sind so kleine Büro. Wie nennt man die? Parzellen? Cubicles? Irgendwie sowas. Xela just subscribed. Was hast du geschrieben? Doktor? Ach, der Doktor sagt, dick sein ist nicht gut für die Gesundheit. Sie sind zu dick, Patient. Ich glaube, ich hole mir lieber eine zweite Meinung. Doktor, Sie sind auch hässlich. Hey, war das an mich? War das an mich gerichtet? Xela abonniert schon seit 11 Monaten. Wow, das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Danke dir, Digga. Ich sag immer wieder, ihr braucht bei mir nicht abonnieren. Ich habe auch die Werbung mittlerweile, glaube ich, erfolgreich ausgeschaltet. Also Twitch sollte eigentlich keine Werbung mehr schalten bei mir, außer beim Anmachen des Kanals, aber dann zwischendurch halt nicht mehr, ne? Wenn ihr aber ein kostenloses Prime-Abo habt, dann könnt ihr das immer natürlich gerne da lassen. Da bedanke ich mich. Das hier. Oha. Oh, ist das putzig. Zweimal das gleiche bekommen? Lol. Tolle Klammer.
pum, 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 pum. Nächste Etage. Oder kommen wir gerade von oben? Wir kommen doch von oben. Nee, wir kommen von der Seite. Wir kommen von der Seite. Dann gehen wir mal wieder hoch. Genau. Oder so. Das ein Generator. Strom für die Bude, hä? Ja, den lasse ich mal an. Ich glaube, vom Generator zerlegen kriegt man ja sowieso eigentlich nur Altmetall oder sowas raus. Glaube ich. Jetzt kommt der Teil mit den Geschäften. Shotgun Messiah. Aber was sind das? Sind das die Bürogebäude von Shotgun Messiah oder was? Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich jetzt hier Waffen finde und nicht Büros. Sind wir hier jetzt wirklich einfach nur in einem großen Bürogebäude gelandet? Wo die Verwaltung drin liegt von Shotgun Messiah und was es hier sonst noch alles gibt. Walking Stiff und so. Quasi der Kundensupport. Wir sind hier beim Kundensupport des Shotgun Messiah gelandet. Ach, Tatsache. Wir haben doch noch Waffen gefunden. Zumindest Waffenteile. Kommst du denn jetzt her? Ach, da war ein Durchgang, ja? Und der hat den für mich aufgemacht. Aber freundlicher Hausmeister. Guten Tag, der Herr. Hier bitte lang. Da bin ich ja schon wieder hier beim Serverraum rausgekommen. Lol. Aber genau so einer, der dann einfach irgendwo hinter einer Wand steht. Sowas finde ich eigentlich immer ziemlich scheiße. Weil wenn du dann doch mal zu leise bist und den nicht aufweckst, wie willst du den finden, wenn der dich nicht findet? Der ist ja irgendwo hinter einer Wand versteckt. Den musst du quasi erstmal irgendwie aufscheuchen, damit der zu dir kommt. Ne? Okay. Die Laderampe. Der ist gar nicht zu. Da ist gar nichts drin. Schade. Ja, Lucky Luke. Er schießt schneller als sein Schatten. Oh, Compound Armbrust Stufe 6. Wenn ich nicht den MacBow hätte, wäre das natürlich eine super, super geile Waffe. Aber so können wir sie vielleicht verkaufen. Aber über den MacBow geht halt leider gar nichts. Also ich meine jetzt Bogen und Crossbow-technisch. Also mit Maschinengewehren oder sowas kommst du schon besser. Aber wenn du mal ein paar Bolzen einsetzen willst, dann ist der MacBow natürlich das Nonplusultra. Was haben wir denn hier? Die Shooting Range vom Shotgun Messiah. Da müssen wir reinkommen. In den Raum müssen wir noch unbedingt rein.
Die Stufe 6 Macheten häufen sich gerade irgendwie. Haben sogar noch etwas Munition für mich dagelassen. Das ist aber nett von euch. Freundlich. Ja. Was ist jetzt los? Oh, wo kommt ihr denn her? Von hinten auch noch? Hä? Sind die jetzt hergekommen? Einfach von oben irgendwo durchgebrochen? Hä? Ich verstehe gerade nicht genau, von wo die hergekommen sind. Also klar, hier die ersten paar sind da runtergefallen. Aber es sind ja auch welche von hinten gekommen. Wir haben das Gebäude schon geklärt. Das war quasi der finale Raum, aber wo sind die gekommen? Komisch. Jetzt müssen wir noch irgendwie einen Weg in das Zimmerchen da hinten finden. Da ist er ja. Okay, der Weg war jetzt doch einfacher zu finden als erwartet. Und das ist dann der Weg wieder draußen, oder was? Da ist das Fahrzeug. Wir haben jetzt nämlich das kleine Problem, dass ich völlig überladen bin. Aber wir können ja, glaube ich, noch. Ja, wir können die Robotikdrohne ein bisschen benutzen, um was auszulagern. Ja. Das reicht vielleicht schon. Schon, Hälfte durch. Ah, fast beim ersten Versuch. Natürlich. Natürlich. Ja, was werfen wir jetzt ab? Was werfen wir? Ja, das ist ganz okay. Ich bin ein bisschen kaputt, ein bisschen müde. Aber ansonsten ist alles okay. Oh, Tragschrauberfahrwerk. Oh, ich habe jetzt schon Gyro gebaut. Weil ich habe vor Ewigkeiten von der Quest habe ich Tragschrauber-Ersatzteile bekommen. Jetzt habe ich das Tragschrauberfahrwerk gefunden. Ich hätte theoretisch, ohne die Fahrzeugbücher zu lesen, hätte ich jetzt den Tragschrauber auch bauen können. Einfach nur durch Drops. Naja, gut. Haben wir halt noch ein zweites Fahrwerk. Vielleicht verkaufe ich es, vielleicht baue ich einen neuen, einen zweiten. Weiß der Geier. Oh Gott, Leute, ich hasse das, wenn alles so voll ist. Ja, so. Ach, das hier war's.
Ja, also im Großen und Ganzen. Pistolenstufe 5. Im Großen und Ganzen war das doch ein recht gutes POI. Oder guter POI. Guter Point of Interest. Ja, nur die eine Stelle oben mit dem Zombie, der hinter dieser Wand war. Wenn ich da rumgeschlichen wäre, hätte ich den nicht entdeckt und hätte jetzt wieder Ewigkeiten rumgesucht. Aber ansonsten ging das eigentlich recht fix und hatte auch recht gute Drops dabei, muss ich sagen. Also, weiß ich nicht, ein Daumen hoch, wenn ich den POI jetzt bewerten müsste. Warum ist denn jetzt hier so eine fette Tür? Ist da was versteckt oder ist das nur eine Abkürzung? Abkürzung. Ja. Stimmt, wir wollten noch die Autos zerlegen, bevor ich weitermache. Dann mache ich das mal. Autos zerlegen.